Beschleunigung fast wie im Flugzeug. Von 0 auf 200 in 17,4 Sekunden. Nach knapp 30 Sekunden auf 250 km/h. Audi startet durch und bringt für den Businessjet A8 endlich die standesgemäße Motorisierung. Einen 6 Liter Zwölfzylinder mit 450 PS. Erkennungszeichen des A8 W12, das neue Familiengesicht der Ingolstädter, das alle Baureihen in den nächsten Jahren übernehmen. Unterwegs mit der knapp 5,20 Meter langen Langversion fällt sofort die Souveränität auf, mit der das 2-Tonnen-Schiff über die Straßen gleitet. Hauptverantwortlich hierfür die butterweiche 6-Stufen-Automatik und die Luftfederung. Selbstbewusst prangt der riesige Kühlergrill an der Front und kennzeichnet das Topmodell. Understatement zeigt diese Schnauze nur bei der Größe des W12-Symbols. Weltneuheit, das serienmäßige Tagfahrlicht. 5 LEDs auf jeder Seite sorgen für passive Sicherheit und verbrauchen gerade einmal 10 Watt. Die eingebaute Soundanlage verbraucht bis zu 35 Mal mehr Strom. Die Langversion ist 13 cm länger als der normale A8. Deutlich zu erkennen an den riesigen hinteren Türen. Die 255er Serienbereifung thront auf edlen 18 Zöllern. Am Heck gibt sich der W12 dezent. Das Sahnestück sitzt unter der Haube. 12 willig hochdrehende Zylinder. Bis auf das neue Lenkrad bietet der Innenraum nichts Neues. Wie in allen anderen A8 sind die Instrumente und Bedienelemente klar gegliedert und die Verarbeitung liegt auf höchstem Niveau. Der Lieblingsplatz eines A8 W12-Besitzers wird aber vorne links sein. Den Tritt auf das Gaspedal quittiert der Audi mit sofortigem, vehementem und fast geräuschlosem Schub. Nur unter Volllast verwandelt sich der kolossale Zwölfender zu einer brüllenden Bestie. Kurvige Straßen meistert der Alu-Riese dank der direkten Lenkung spielerisch. Die Sechsgang-Automatik schaltet kaum spürbar und wer es mag, der kann die Gänge manuell am Schalthebel oder am Lenkrad selber wechseln. Bei umsichtiger Fahrweise soll sich der Über-Audi mit 13,8 Litern Super Plus auf 100 Kilometern begnügen. In der Praxis werden eher gute 15 Liter durch die Einspritzdüsen fließen. Fazit: Der lange A8 wird der Konkurrenz aus Stuttgart und München das Leben schwerer machen. Denn er vereint edles Design mit sportlichen Ambitionen, ohne dabei den Luxus zu vergessen. Das lässt sich Audi aber auch mit 117.000 Euro Grundpreis gut bezahlen.